set Rom sehr wohl demonstriert. Wir haben uns abgespalten von der an der Bettzeit. Oh, aber das nur nebenbei. Ich habe in den 90er Jahren bei einer EVU-Tochter, EVU für Energieversorgungsunternehmen, gearbeitet in Burgdorf bei Hannover und habe zufällig bin an Informationen rangekommen, die mich also wirklich umgeschlagen haben. Und zwar haben Ärzte, und ich glaube Ärzte wären gute Partner hier von uns, festgestellt, dass in der Nähe, in diesem Fall war es das Atomkraftwerk in Stade, dass die Fälle von Leukämie im unmittelbaren Umkreis von dicht bevölkerten Stadtgebieten um ein Vielfaches erhöht sind. Und darüber gibt es einen Schriftverkehr, ich glaube, der dauert bis heute an, wo Gutachten erstellt werden, die ein Heidengeld kosten, ja, und wo man im Prinzip immer wieder zum Schluss dasteht, wie zum Beispiel hier bei den Bundestagsdebatten. Ja, der eine hat das gesagt, der andere hat das gesagt, was soll man nun eigentlich glauben? Aber Fakt ist, dass die Ärzte uns nicht anlügen brauchen. Und die Ärzte sind leider zu vorsichtig. Die könnten uns viel, viel mehr erzählen, was sich in ihren Praxen in der Nähe von Atomkraftwerken abspielt. Wenn wir zum Beispiel das Atomkraftwerk bei Hameln nehmen, da ist relativ wenig Bevölkerung drumherum. Und auch da hat man dann Vergleiche gemacht. Also wir werden belogen von oben bis unten und in Japan jetzt diese traurige Geschichte, da sieht man auch schon ein bisschen, wie die Behörden rumeiern müssen. Im Prinzip wissen sie nichts Genaues, weil sie da nicht reingucken können und die Bevölkerung darf jetzt noch nicht mal das Wasser trinken, wie ihr alle auch im Fernsehen gehört habt und gesehen habt. Also es ist ganz, ganz schrecklich und speziell die Kinder, bei denen sich das anreichert und deswegen ist es wichtig, dass wir hier auf der Straße sind, dass wir Flagge zeigen, dass wir sagen, Frau Merkel, ausgedient haben sie sowieso schon, aber nun setzen sie sich noch einen oben drauf, schalten sie diese verdammten Atomkraftwerke ab, verlegen sie ihre Leitung für alternative Energie und dann hat sich die Sache. Und wir laden euch alle ein, auch um 18 Uhr das Wort zu ergreifen. Wir haben auch ein offenes Mikrofon um 18 Uhr jeden Montag unterm Fernsehturm, wo wir noch ergänzend tätig sind. In der Stadt ist so viel los. Wir kommen gerade eben hier von den Jemeniten, die auf dem Pariser Platz stehen, kommen jetzt zu euch, gehen jetzt weiter zu S21 am Potsdamer Platz. Irgendwo sind Zusammenhänge und treffen uns dann in der Obernstraße um 44 bei den Ägyptern, wo die ganzen Saudi-Arabis, damit aber wissen, was hier so Sache ist, ja. Aber ich denke, es macht doch nicht so viel Sinn, wenn wir alle Einzelaktionen machen. Ja, das haben wir so oft festgestellt in unserer sechsjährigen Demonstration jeden Montag. Es ist wichtig, dass wir uns zusammenschließen, denn irgendwo hat alles einen Zusammenhang. Und nehmen wir mal Stuttgart 21, unsere Demokratie ist beschädigt und sie wird immer mehr beschädigt. Denn Menschen wie wir, die hier mutig ihr Gesicht zeigen und auf die Straße gehen, die werden schon dreimal geknipst und auch festgehalten vom Verfassungsschutz. Wir sind keine Kriminellen, wir sind Menschen, die mitdenken und wir sind Menschen, die auch überleben wollen und die wollen, dass die Kinder vor allen Dingen überleben. Und wenn es Alternativen gibt, und die gibt es verdammt nochmal, dann sollten wir sie auch nutzen. Also unser Appell von der unabhängigen Montagsdemo hier an meine spezielle Freundin Merkel und Westerwelle und wie sie alle heißen, bitte schaltet ab. So!